Hallo! Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast mit einem, ja, fast finalen Teil, würde ich mal behaupten. Ah, ich glaube nicht, ich sterbe bestimmt noch fünfmal hier. Ja, also die Frage ist, wie lange es dauert. Achso, hier komme ich ja hoch. Nee, hier bin ich ja hergekommen. Boah, bitte hier. Oh, die Tür ist zu hier auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, du musst da, wo hier der letzten Folge... machen. Ah. Das Notfallsystem ist nicht eingeschaltet, so. Also Hand draufhalten, oder was? Ja, du hast nur vier Finger, Junge. Naja, Notfallsystem, das ist ja Schritt 3. Ja, ja, ich weiß. Geh mal an die anderen Dinge, vielleicht musst du da auch hin. Ja, das kann sein. Life Support. Vielleicht gibt's ja auch Finger da. Den kannst du dir sammeln. Ja. Dann kann ich, vielleicht ist da mein Finger auch. Ja, vielleicht ist da dein Finger. Hat er die nicht in der Tasche stecken oder so? Die Finger? Das ist die Lunge von Billy Hope. Seine Leber. Seine Leber, sein Lebenserhaltungssystem. Eine Maschine in der Größe eines Fußballstadions, um einen Verrückten am Leben zu erhalten. Verdammt! Damit! Alles muss zerstört werden. Er muss sterben. Sterben. Stirb! Guck mal, ob ich vorher hier irgendwo hoch kann, im Notfall. So, das ist seine Leber. Wir müssen seine Leber zerstören. Leber? Hol Alkohol ran! Wir haben ja noch drei Flaschen Whisky stehen. Ne, es sind zwei. Nur zwei, aber ich wollte mal auf der Kacke hauen. Ah ja. Okay. Auch ein Computer. Mach mal nicht so hektisch, Mädchen, hier. Hier, ein Bleistift oder so. Kaffee. Eine Batterie. Ah. Ja, das sind Batterien von Edeka. Die sind auch gelb. Channel! Nee, Ikea, ne? Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Schon wieder. Frankenstein. Oder der moderne Prometheus von Mary Shelley. Shelley. Können wir das ganze Buch zusammenpacken. 1818 anonym veröffentlicht. Kapitel 4. Auszug. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann und um wie vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als der Marktflecken, darin er geboren ward. Der gute Mordflecken. Und wie viel glücklicher ist nicht solch ein Mensch zu schätzen, denn einer... der da strebte, größer zu sein, als seine Natur es ihm erlaubt. Ne? Super. So, super. Hier kann ich auf jeden Fall nichts machen. Kein super. Wunder, dass es nicht veröffentlicht wurde. Ey, Prometheus. Anonym veröffentlicht. Dings, ja. Anonym veröffentlicht, ja? Nee, der Mary Shelley. Shelley, der Shelley. Nicht veröffentlicht. Ach, okay. Da ist ein Ventil. Do not turn. Okay, dann machen wir mal. Do not turn the Valve. Valve ist doch hier Steam, bla. Ja, ja. Und der Brecher die Schuhe. Unterirdisches Labor brauchen wir. Okay, was jetzt? Jetzt haben wir das erste abgeschaltet. Ah. Was, was? Hast du? Fick dich! Hätte ich gesehen. Ach, da, nee. Der Bohrer. Wo ist denn hier ein unterirdisches System? Fick dich, Billy, du Kackding. Oh! Achso, nee, da komme ich her. Unterirdisches System, ja. Was stand da jetzt? Was hat er gesagt? Unterbreche, geht zum unterirdischen da? System. Da oben blinkt's halt. Und der Scheiß käme immer noch hinterher. Da ist die Tür jetzt offen. Der wird sich ja von Türen... Mach mal nicht so hektisch, Mädchen. Da, links. Durch. Mach mal ganz ruhig. Nee! Hier ist ein Vieh, das mich übernimmt. Okay, und jetzt wird er hoch scheinbar, ja. Jo. Und dann wird er wahrscheinlich erstmal geschwächt sein und dann erstmal von dir ablassen kurz. Bis du das zweite zweite Ventil geschlossen hast. Hoffe ich mal. Alter. Nicht, dass jetzt die ganze Zeit so eine Hektik ist hier. Doch. Ich mach jetzt eine richtig Hektik. Okay, spring! Ja, als ob man so leicht springen kann. Mit fünf Fingern. Mit acht Fingern. Okay. Alter. Jetzt rastet er total aus hier. Auf jeden, der ist die ganze Zeit hinter mir auf jeden Fall. Ah, hier kann er nicht durch. Okay. Erstmal sicher. Ah, du musst doch wieder zurück. Ja. Oh, der ist aber trotzdem, oder? Warte mal, ja. Nee, ich glaube, nee. Das sind so Nachwirkungen, dass er da war vielleicht.
Anbei finden Sie das Formular der Fortsetzungserlaubnis für Patient William Hope, sein Bruder, aus dem Morgurth Wohltätigkeitspsychiatrieprogramm im Mount Massive Hospital in Colorado, USA. Das Formular ist Standard und alle wichtigen Zeilen sind unterschrieben. Anscheinend weiß Billy nichts von dem Herzstillstand, der vor kurzem bei seiner Mutter, wieso Mutter? Das heißt William, heißt seine Mutter William? herbeigeführt wurde. Er nimmt an dem Experiment teil, da seiner Mutter in die Kosten grundlos zurückzahlen und ihrer Kirche eine Spende zukommen lassen möchte. Ihrer Kirche, so. Sag ich doch. Wenige, nachdem ich die Traumberichte des Jungen gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass er über ein enormes therapeutisches Potenzial verfügt. Heißt seine Mutter William? Nee, ich glaube William. Drück mal drauf. Raus damit. Deaktiviere Billys Notfallsystem. Oh, jetzt ist hier... Ach, jetzt ist schon das Notfallsystem. Das war jetzt Teil 1 und Teil 2. Ja. Ach so, ich dachte, das... wieder zurück jetzt. Ich dachte, das war jetzt quasi erstmal das Erste. Nee, das war jetzt... Da kommst du durch. Ja. Aber auch. Ja, klar, man muss halt ein bisschen rennen. Ne? Ja. Man muss halt ein bisschen rennen. So, jetzt nicht von da, ich mach jetzt wieder ein bisschen Terror. Ich guck gleich immer auf die Uhr und nicht, dass wir da so einen Überport produzieren. Ich kann nicht zwischendurch abbrechen, nur mal so nebenbei. Oh, ich hatte gerade auch. Ich hoffe, dass es gewollt. Du bist noch nicht tot. Nee, es war anscheinend gewollt. Ich wollte gerade sagen, ich hätte gerade ausgemusst. Nee, es war richtig. Da lang, ja. Das erspart mir natürlich die ganzen Treppen. Ne? Muss ich auch mal sagen. War jetzt nicht ganz so schlecht. Geradeaus? So. Ja, lauf, mach! Ja! Lauf! Treppen runter! So, und du musst da hin, wo da... Finger ist, genau. Links. Warum gehst du rechts? Weil es hier ist. Warum gehst du nicht links? Warning, Finger fehlt. Na, das nehme ich auf. Das kommt nachher auf YouTube. Nein! Du bist tot, Junge. Noch nicht. Er ist am Sterben. In der Notiz stand sofortiger Tod, Mann. Ja, die eben. Haben gelogen. Vielleicht ist er auch zu mächtig geworden. Oh Gott. Ist der jetzt in einem... Warte mal. Oh, guck mal, ich laufe. Ja. Warte mal, wir waren gerade rauchen. Also, Schokolade essen. Und dann Kaugummi hatten kauen. Wir, ach ja, Kaugummi kauen. So, und ich hatte nämlich die Vermutung angestellt, dass der den übernimmt. Um es jetzt einfach mal in den Raum zu werfen. Halt so offenes Ende mäßig. Genau, man weiß ja nicht, man kann noch gar nicht mehr rennen. Ja, deutet halt darauf hin, dass es jetzt zu Ende geht, ne? Versuche zu entkommen. Er quält sich jetzt nach draußen. Ja. Und ich will mal die Behauptung anstellen, dass er nicht überlebt. Na, dass er es auf jeden Fall nicht rausschafft. Das könnte durchaus sein, ja. Dass er jetzt vielleicht noch ein paar Visionen kriegt nebenbei. Weil das Vieh den überwältigt oder so. So gedanklich vor allem. Ich komme, ist nicht mehr weit. Hat's ein bisschen was von Last of Us mit Joel. Mit Joel, nicht Joel. Joel. Ich sag mal Joel. Ja. Hab ich schon damals gesagt. Gut, dass ich nicht Let's Played habe. Ja. Joel. Joel. Supermans Vater. Solange ich es nicht irgendwie kotze oder so. Nicht schon wieder. Das wäre jetzt auch scheißegal, was noch hier ist, was wir schon hier gesehen haben. Ja, das stimmt.
Dass das nicht indiziert wurde, das Spiel, da frage ich mich immer noch. Aber Dead Rising 3. Sehen die was, was wir nicht sehen? Motor. Kann er mir den Wurf getötet? Das war doch aber Billys Seele. Ja, relativ offenes Ende. Also das Vieh lebt noch. Und das ist Platz für Teil 2. Outlast by Red Barrels! Geile Sache. Ey, wir haben durch. Da sind übrigens Leute von EA und Mirror's Edge dabei. Wir haben durch. Das wusste ich gar nicht. Wir haben durch. Ja, leider Gottes ist es durch. Ah, schade. Game on. Oh, 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 oh. Was denn? Da gibt's ach rechtlich, so, ne? Game on Audio. Ja, wir haben durch. Geile Sache. Hm? Also ein Teil 2, gut, wäre jetzt nicht verkehrt. Aber leider, Red Barrels. Er lebt ja noch, Billy. Ja, Billy lebt. Billy, ja. Alle bösen Leute, irgendwas immer heißen Billy. Welcher hieß denn Billy? Na, irgendwas Horrorfilm. Billy heißt noch einer aus irgendeinem Film, der mir gerade nicht einfällt. Schreibt es mal unter die Kommentare. Echt? Wer war Billy? Ich werde bestimmt nachher nachgucken. Wer war Chris Walker? Da steht's auch schon wieder. Wer war Chris Walker? Chimwemwe. Afrikanischer. Abstammung. Hm. Paul Walker? Ja. Paul Walker. Eine kurze Schweigesekunde. Okay. Sekunde. Ja, ja, geile Sache. Ich fand's geil. Also, ich fand's besser als Amnesia 1. Anders. Ich finde, du kannst es nicht. Also doch besser schon irgendwie auch. Ja. Weil, aber ich besser als die beiden jedes nicht vergleichen. Ja, nee, atmosphärisch hat's Amnesia schon. Also dichter zumindest. Ja, du hast halt nicht. Storytechnisch war halt. Ja, storytechnisch Amnesia jetzt war so schon wesentlich besser, Amnesia, klar. Aber die haben es drauf, die Leute. Also, ich würde mich da 2014 schon auf ein neues Spiel freuen. Red Barrels? Ja, also, wenn es 2014 kommt, ne? Red Barrels? Das sind ja. Also, wenn das wirklich irgendwie vom Mirror's Edge, okay, das merkst du halt, dass es irgendwie. Da, oh, ich dachte, das wäre eigentlich nur so eine Vorlage gewesen. Nicht, dass da wirklich Leute von Mirror's Edge dran gearbeitet haben. Weil das ja auch so als Indie-Game. Echt? Rausposaunt wurde. Okay. Na, gerade ja auch nur, was hat's, oder was hätte es gekostet? Weiß ich nicht. Tja. 20 Euro oder so. Weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Also kein Vollpreistitel. Vollpreis. Ja, geile Sache. Also ich find's richtig geil. Ich hab Angst gehabt zwischendurch. Ist halt immer so eine Sache. Zu zweit hat man nicht immer so viel Angst, finde ich. Na doch, ich finde das eher viel. Alleine, finde ich, denkst du eher da so, ah, oh, okay. Nee, aber allein bin ich paranoide. Nee, ich nicht. Also, weiß ich nicht. Slender, gut, das hat dann so lange, wie es gedauert hat, hat auch seine Schocker gehabt. Aber kannst du auch nicht so vergleichen. Also, das, da war irgendwann auch irgendwie die. Der Schrecken irgendwie raus. Finde ich. Avec la participation? Mal gucken. Financière du? Okay. Mal gucken, ob ich das irgendwie Top 5 des Jahres irgendwie. Wir haben ja noch. Das kommt ja noch hoffentlich. Wenn es nicht schon draußen ist, zu dem Zeitpunkt, müssen wir mal gucken, ob wir das verlinken hier. Durchgezockt hier Jahresrückblick quasi. Ich weiß, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Nee. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Outlast mit reinnehme. Ich muss mir da nochmal Gedanken machen. Ansonsten. Auf ja, jeden Fall würde ich einfach mal sagen, wir machen ja hier jetzt nicht gleich morgen, beziehungsweise ja, nach Outlast kommt ja jetzt erstmal nichts. Leider Gottes. Genau, und da seid ihr gefragt. Ihr könnt ja einfach mal so eine krassen Sachen reinschreiben. Wie gesagt, wir haben Amnesia 2. Zunker hat ja Condemned gesagt. Wir haben das Amnesia aber 1 hatten wir schon gespielt und es ist halt einfach, das ist dann beim zweiten Mal spielen halt nicht mehr so das bam. Das kannst du spielen. Genau, das könnte ich halt nochmal alleine machen. Ohne mich. Genau. Ja. Amnesia 2 haben wir, die Slender-Scheiße haben wir, wir sind noch an Silent Hill dran. Was noch kommt? Was eventuell läuft jetzt schon. Mal gucken, ob wir es vielleicht für uns morgen aufnehmen. Mal gucken, wie es zeitlich hinhaut.
Eigentlich wollten wir es ja schon, wir haben es ja glaube ich auch schon in früheren Outlast-Part nochmal gesagt, ja. Die wir um Weihnachten rum aufgenommen haben, dass es hoffentlich schon läuft, aber wir haben es noch nicht geschafft. Ja. Dauert ja auch nicht mehr lang, das ist ja, ja ein bisschen ungünstig gewesen. Müssen wir mal gucken. Was ja, wir auf jeden Fall spielen. Ja. Schreibt einfach mal irgendwie rein, wenn ihr so ein cooles Spiel habt. Nicht ein, also. Ja. Ja, so, es muss schon. Also, es muss nicht an Outlast rankommen, weil ich glaube, das ist echt schwer. Gibt's nicht, momentan. Deswegen. Meiner Meinung nach gibt's das eventuell, gibt's das nicht. Wir spielen auch sehr gerne irgendwelche Indie-Horror-Dinger oder ja, wirklich gibt's so eine. Ja, auch genug. Ja, wie nennt man Low-Budget-Dinger halt? Ja, Indie halt, ne? Ja. Im Grunde. Das heißt nicht mehr Low-Budget, das heißt heutzutage Indie. Okay. Ne? So. Ja, nee, was wir auf jeden Fall spielen im Laufe des Jahres, The Evil Within. The Evil Within. Auch wenn ich da leider noch nicht gesehen habe so richtig viel, also haben wir uns ja relativ zurückgehalten, was es angeht. Gab's ja auf der Gamescom auch nicht, konnte man nicht mal anspielen leider. Nicht angucken konntest du es. Ja, haben wir nicht gemacht. Nee. Leider. Auch, wir hätten es aber gekonnt, also einmal, ich weiß nicht, ob es Samstag war oder so, als wir konnten ja früher rein und da ist die Schlange halt nicht kürzer. Samstag. Dann Freitag. Schlange kürzer gewesen, aber wir haben es extra nicht gemacht. Ja, weil halt so Horrorspiele irgendwie nicht, dass sie dann so viel zeigen, dass es dann nicht mehr gruselig wird. Und da habe ich Angst vor gehabt. Ja, ja. Mal gucken. Ja, weiß ich nicht, Sarazan spielt ja... Sarazan spielt ja... momentan Condemned, das hat ist ja auch mir Zunker. Egal, was der spielt. Zunker schon vorgeschlagen. Weiß ich nicht, soll ja auch ganz geil sein. Ist aber, glaube ich, auch nur für die Xbox. Ja, weiß ich nicht. Müsste. Ja, von wem müssen das überhaupt? Müssen wir mal anfragen oder so. Schauen wir mal nach. Ja, ansonsten werden wir uns dann alsbald möglichst zumindest zu Silent Hill wiedersehen. Ansonsten einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt so kennt, worauf ihr. Bock habt, was ihr sehen wollt irgendwie und was vielleicht für uns ganz interessant sein könnte, einfach mal reinschreiben. Ansonsten würde ich sagen, bis die Tage, vielleicht zu Silent Hill schon und ja, macht's gut. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Ah ja.